Ja, heute melde ich mich aus dem Gewerbegebiet Bräuna, das die Gemeinde Bräuna zusammen mit der Stadt Wolfhagen erschlossen hat. Dies ist ein gutes Beispiel für interkommunale Zusammenarbeit, denn hier ist auch mit die Stadt Volkmarsen an Bord, weil die Abwässer nach Volkmarsen gehen. Die Flächen hat zum größten Teil die Stadt Wolfhagen zur Verfügung gestellt. Gemeinsam hat man dieses Gebiet erschlossen, in zentraler Lage im Wahlkreis, aber insbesondere auch in Deutschland, mit direktem Anschluss an die Autobahn A44. Dieses ist ein gutes Beispiel, wie erfolgreich die Zusammenarbeit gelingen kann. Ich bin als Berichterstatter für den Bereich Logistik in Berlin unterwegs und bewerbe natürlich die zentrale Lage unseres Wahlkreises. Das würde ich auch in Zukunft gerne weitermachen mit Ihrer Unterstützung und Ihrer Stimme am 24. September für eine gute Zukunft unseres Wahlkreises.